Aus Versehen jemand. Hier, Express. Ein Zug wird immer dann zum Expresszug, wenn die Strecke kaum schneller bewältigt werden könnte. Neben der Geschwindigkeit des Zuges wird dann das Express-Symbol angezeigt. Das gilt nur für den Zug, nicht für die gesamte Zuglinie. Wie lange Gefälle, wie schnell? Also wir müssen die schnellste quasi sein. Die schnellste Maus von Mexiko. Ich weiß nicht, auf was wartet er hier jetzt? Ach, da ist einer im Weg. Das ist ja toll. Lang? Was? Du möchtest gern TNT haben. Okay. Ach, das ist eine Weiche. Aha. Ja, dann mach mal. Was kann ich? Den Weihnachtsmann. Ja, warte, hier ist ein TNT. Doch, das ist TNT. Ach so, ja, okay, schreibe ich auf die Weihnachtsmannliste. Ja, mache ich. Ja, alles klar, Chef. Okay, der fährt nicht los, weil da hinten ein anderer Zug blockiert. Und das ist nicht so gut. Vielleicht hätten wir die Strecke anders bauen sollen. Der ist hier. Kommt dann über die Weiche. Und dann eigentlich auf die andere Seite, ne? Warte mal. Vielleicht hilft das ja mehr. Nee, das bringt gar nichts. Jetzt fährt er los. Liverpool, Carlisle. Das sollte dann die schnellste Strecke sein. Die schnellste wäre natürlich eine direkte Verbindung, wenn wir von hier einfach nach da durchbauen, aber das ist enorm teuer. Wir haben nicht viel Zeit. Was macht er? Was denn jetzt? Fahr weiter, du Kackschlumpf. Hä? Wieso hat er jetzt umgedreht? Ach! Oh, scheiße, ich bin doof. Ich habe nur noch da gebaut, ne? Ich muss ja auch noch da bauen. Ha! Falsches Gleis. Entschuldigung. Zack. Ja, komischerweise, jetzt haut er keine Fehlermeldung raus, dass der nicht weiterkommt. Du mich verarschen willst. Komm, jetzt fährt er zurück. Toll. Super. Lass mich in Ruhe. Na gut. Dann warten wir noch mal kurz. Beziehungsweise wir bauen dann bis Juni 49. Pass auf, ich speichere jetzt noch mal. Falls wir es wieder nicht schaffen. Dann brauchen wir Gemüse in York. Bahnhof. Das wird richtig teuer. Jetzt müssen wir das Ganze nach York kriegen, beziehungsweise es würde reichen, wenn wir das nach zum Driscoll Bahnhof oder zu dem. Da müssen wir nicht bis zum Driscoll Bahnhof, ne? Ja, aber dann müssen wir das von da nach da nach da vielleicht doch lieber zum Driscoll Bahnhof. Wir gucken mal. So? Ja, 4 Millionen, easy. Was Problem? Keine Tunnel, ja, will ich auch gar nicht. Hallo? Ich würde grundsätzlich auf Tunnel verzichten.
Aus Kostengründen. So. Und dann eher mit einer Brücke arbeiten. 3 Millionen. Hoho. Okay, die Brücken sind halt sauteuer, wa? Millionen. Wie soll ich das denn machen, Alter? Mann, wie teuer die Scheiße hier ist. Kann ich lieber einen Tunnel bauen? 2,7 Millionen. Wo soll ich das Geld hernehmen? Ansonsten kann ich nur von da bauen, aber dann müsste ich hier so ein Ding kaufen, ne? Nicht gut. Dann lieber hier. Und dann so. Oh, kostet aber auch nochmal 2. Die Brücke hier, ne? Die zockt mich hier so ab, Alter. Kostet auch 2,1 Millionen. Kannst du auch vergessen. Ich glaube, allgemein von da drüben hinbauen, ne? Aber die Strecke von hier, die ist so weit. $150.000. Ja, komm. Nehme ich den mit. Warte, warte. Dann reiße ich den wieder weg. Tschüss. Und dann müssen wir von hier aus nämlich los. Auch nicht viel besser, aber naja. Vorzugsweise einen direkten Weg. Von hier nach York. So. Auch wieder viel zu teuer. Erstmal ziehen wir die Brücke hier weg. So. So. So, nur eine kleine Brücke. Natürlich hat er jetzt hier einen Tunnel gebaut. Hundebrücke. Kannst dich mal entscheiden, was du willst. Boah, Alter, was für ein Feintuning hier schon wieder, ne? So, 324.000. Bau ich. Da so ein Ding hin und dann von da nach da. Ich weiß nicht mal, ob York überhaupt schon Gemüse haben will. Gemischt, gemischt. Nehme ich die. Und den. Und dann Fracht. Und tschüss. So. Das heißt, sie müsste jetzt York will noch gar kein Gemüse haben, ne? Ne, erst ab 40.000. Alter, willst du mich verarschen, Spiel? Oh, 4.000 brauchen wir noch. Fleisch. Wieso kriegen die schon wieder kein Fleisch? Wo ist denn jetzt schon wieder das Problem mit dem scheiß Fleisch? Hier ist kein Fleisch. Weil schon wieder die Kühe fehlen. Warum fehlen hier jetzt schon wieder die Kühe? Ein bisschen Zucker dabei. Was mit ihm?
Ja, zwei Kühe auf Tasche. Und der wartet, weil der wartet. Und der wartet, weil der da hinten nicht weiterkommt. Ja, gut, das ist natürlich das Problem, wenn du alles an einen Zug, an ein Gleis baust, ne? Aber ich krieg kein... Kann ich, wenn ich jetzt... sage hier, zählt das dann auch? Frag für einen Freund. Wo ist der Zug? Nimmt der das dann auf? Okay, ich glaube, das mit dem Express, das wird hier nichts, ne? Der fährt da ab. Da ist der. Kann sein, dass die Strecke hier zu lang ist. Wo ist denn der? Ne, der fährt ohne Ladung zurück. Na, vielleicht bei der nächsten Tour. Okay, jetzt muss ich mal gucken. Wo ist denn... Was war denn das? Liverpool Carlisle, ne? Fracht. Hier, Express. Was macht der da? Der steht da und fährt nicht weiter. Okay, weißt du was? Liverpool Carlisle weg. Die Schiene kann ich ja stehen lassen, aber ich müsste einmal direkt durchbauen, ne? Irgendwie. Nach Carlisle. Und dann gucken, dass wir da ein Express-Dings hinkriegen. Irgendwie so. Und so. Kostet ja nichts. Ist ja spottbillig. Jo, hier kommen wir natürlich nicht lang. Weil zu eng. Steigung zu groß. 6%. Hier kommen wir gar nicht klar. Alter, das Spiel willst du jetzt aber auch richtig wissen, ne? Das Spiel willst du jetzt aber richtig wissen. Geht auch nicht. Alter, wenn hier nicht immer die ganzen Symbole wären, ne? So. Aber warte mal, kann ich dann den vielleicht doch wieder einen rüber? Jo, das geht. So wenig wie möglich von dem ganzen Scheiß hier haben. Millionen. Wer soll das denn bezahlen? Millionen. Hallo? 1,2 Millionen. Das wäre alles zu steil. Ah, das kannst du doch vergessen hier, Alter. Wie sollst du denn hier eine Expressstrecke bauen? So viel Zeit habe ich doch gar nicht.
Danke. Schritt für Schritt wird das Chaos beseitigt, das die Railway Mania hinterlassen hat. So, und jetzt noch Liverpool und Carlisle und 4 Ladungen Gemüse. Und Gemüse war ab 40.000. Das heißt, wir müssen jetzt immer irgendwie Milch. Gab's hier nicht irgendwo Milch? 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 Hab doch hier irgendwo mal Milch? Da unten. Oh, das ist doch nicht dein Ernst. Ansonsten ist hier nirgendwo Milch. Und Fleisch. Die machen gar kein Fleisch mehr, weil die keine Kühe kriegen. Oh, Leute, ey, das kann doch nicht euer Ernst sein. Jetzt mal ohne Witz. Wo sind denn die 22 Kühe, die hier unterwegs sind? Bist du das? Ich glaube, ich muss das an ein anderes Gleis hier ranbauen, ne? Wo ist er jetzt? Ja, weil der jetzt auf das Gleis hier rauf fährt. Weg. Kann der auch Kühe liefern. Aber er bringt natürlich nur 2, weil warum auch mehr? Macht ja gar keinen Sinn, ne? 234.000, weil die immer noch zu wenig produzieren. Vielleicht sollten wir hier vorsichtshalber mal Fleisch mit einlagern. So. So, York wächst jetzt erstmal wieder. Sobald die 40.000 haben, können die auch Gemüse ab. Aber die Expressroute. Ich muss irgendwie von Liverpool nach Carlisle eine Expressroute bauen. Das würde aber nur gehen, wenn ich gerade durchbauen würde. Optimalerweise irgendwie von hier. Und dann den schnellsten und direktesten Weg. Und das wäre nun mal hier. So, aber die Strecke kostet halt echt viel Kohle. Du kannst keine Tunnel mit dieser Länge graben lassen. Ne, rein theoretisch kann ich das schon. Nur das Spiel möchte das nur nicht. Das hier wäre halt wirklich Express. So, würde 2,3 kosten. Das bringt nichts. Das auch nicht. Das können wir noch ein bisschen wegmachen. Und dann müssen wir die Brücke hier noch ein bisschen runter organisieren.
1,2 Millionen. Ist vielleicht auch noch ein bisschen sehr teuer. Bin ich noch da, ja, ne? Ja. Ja, die haben 11%, oder? Das ist ein bisschen sehr viel, ne? Hat, minus 48%? Ach so, wegen dem Scheiß. Fünf, sechs, sieben, vier. Ja, ich müsste die Strecke wenn dann so lassen, ne? Passiv hier irgendwas nicht. So. Sind wir schon mal bei 729.000. Das ist schon mal was anderes jetzt, ne? Die habe ich mir meine eigene Strecke im Weg gebaut. Das sieht ja schon mal gut aus. 740.000. Muss ich nur auf Geld warten. Goldfunde in Kalifornien. Ganz toll. York hat 38.000. Und wächst noch. Sobald die ihre 40.000 haben, sollte alles gut sein. Haben wir in New York kein Wartungsdepot? Nö. Dann muss ich da wohl oder übel eins hinbauen. So, jetzt müssen wir eigentlich nur noch warten, dass York die 40.000 haben die jetzt gleich. Dann müssten die auch Gemüse kriegen. Und dann müssen wir nur noch eine Expressroute bauen. Haben wir noch irgendwie... Verringert die Preise für Lokomotiven, nehme ich mit. Reduziert die Kosten im Personalbüro. Profit all bei der Anbaubetriebe, mache ich mal. 240, hier Kosten, Personal. So, gleich haben wir 40.000. Dann müsste der auch hoffentlich das scheiß Gemüse mitbringen. Vier Ladungen und dann brauchen wir nur noch das richtige Geld. Gemüse haben wir noch ein bisschen Zeit, aber Juni 49 ist nicht mehr so lange. Ich hoffe, wir schaffen das noch. So, jetzt haben wir 40.000. Jetzt haben die auch Bedarf an Gemüse. Ich hoffe, der lädt jetzt. Jawohl. Eins, zwei, drei, vier. Gut, mach voll. Das schaffen wir. Jetzt brauchen wir nur noch für die Strecke die 740.000. Das ist auch echt gemein, Alter. Von Liverpool nach Carlisle. Expressstatus. Das ist der kürzeste Weg, der ging. Und wir können fast überall Max fahren, trotz der Steigung. Das ist okay. Jetzt brauchen wir nur das Geld dafür. Und danach brauchen wir noch das Geld für den Zug. Der kostet auch nochmal um die 100.000 wahrscheinlich. Aber hey, wir können jetzt andere Streckennetze kaufen. Ist das nicht toll? Boah.
brauche die Kohle. Ein weiterer Schritt in die richtige Richtung, aber nicht, dass Ihnen das zu Kopf steigt. Ja. 62%. Ich glaube, danach kriegen wir noch einmal ein paar Aufgaben und dann sind wir, glaube ich, mit durch. Die Strecke ist halt so teuer. Müsste man rein theoretisch die andere einmal abreißen, ne? Dann könnten wir das machen. Die andere Schiene, die ich gebaut habe. Wenn ich jetzt wüsste, welche das war. Ich glaube die, ne? So. 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 Und so. So, damit können wir die bauen. Brauchen wir noch ein Wartungshäuschen? Irgendwie, irgendwo. So, da so. Und dann brauchen wir den Zug. Von Liverpool. Nach Carlisle? Nee, du sollst die Strecke hier nehmen. Diese! Nicht die! Nicht gut! Die hier soll er nehmen. Hä? Diese. Wieso ist sie. Was ist das denn? Halt, stopp! Ist ja gar nicht angeklemmt. Doch, ach so, warte, falsch Bahnhof gewählt, ne? Sorry. Den. Nach den. Nur Express. Und die schnellste, wo geht? Mit den beiden Zügen. 135 und los. So, und jetzt will ich hier aber, jetzt will ich hier dampfen sehen, Junge. Jetzt will ich hier richtig dampfen sehen. Aber so richtig dampfen. Gib Gummi, ich weiß, dass du drauf hast. Von 29 km/h benötigt. Derzeit 0. Mal gucken. Ich glaube, an den Gleisen nachjustieren können wir nicht, ne? Wir können die nur abreißen. Was? Papa. Mama kommt gleich nach Hause. Mhm. Ja, Mama kommt gleich. Du kannst gleich so mit Mama reden. Ja. Lass mich mal bitte jetzt weiterspielen, Schatz. So, jetzt haben wir hier natürlich Steigung mit 15 km/h. Das ist nicht so gut. Das Doofe ist, der zeigt nur in eine Richtung anscheinend die Steigung an, ne? 14. Das Problem ist, hier geht's bergauf. So, jetzt geht's aber abwärts. Jetzt pfeift der hier richtig durch, Alter. Hab ich ihn hier gebaut. Hui! Okay, hat aber jetzt Dampf auf dem Kessel. Muss er jetzt einmal hin und einmal zurückfahren, damit er das... Boah, war aber nicht... Falls Sie sich fragen, jawohl, warum wir so erfolgreich sind, das liegt an meinem militärischen Hintergrund. Ich war 10 Jahre Soldat im 67. Regiment der Bengal Native Infantry. Da nimmt man so einiges mit. Wie sitzen Sie denn schon wieder? Keine Disziplin. Nun, zumindest Ihre Aufgaben.